Morgen. Und das Ergebnis? Sie liegt im Bett. Das Ergebnis ist, sie liegt immer noch im Bett, schläft noch, hat super geschlafen. So, mein morgendlicher Kaffee. Ich präsentiere Marlies gerade, was ich für sie gekauft habe. Ach, das ist doppelt. Ja, eins ist doppelt, glaube ich. Zwei sind doppelt. Zwei sind doppelt. Sind ja nur zwei. Die sind wirklich sehr brüchig. Das sind nämlich Schmuckpappen aus Frankreich. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt in die Kamera. Boulevard Richard Lenoir, Paris. Glückwunsch am heutigen Tage, aus reiner Liebe und Verehrung gewidmet von eurer dankbaren Tochter Anna Hoff. Anna Hoff, aus reiner Liebe und Verehrung. Tja, wann kriegen wir mal so eine Schmuckblätter? Nein, Meinen eigentlich gar lieben, nicht. teuren Eltern zum Jahreswechsel in kindlicher Liebe und Dankbarkeit gewidmet von Anna Thies. War sie schon verheiratet? Wo hast du Gleichstrom. das her? Na, gekauft Wie heißt das. woher? Wie, woher? Oh, das gibt's ja nicht an jeder Ecke. Nö, der tippt das in, da steigt es drauf. Paris, Richard Lenoir, Boulevard, Richard Lenoir. So. Und zwar nur im September 1914. Das steht auf dem Ending drauf, hast du das Schon gesehen? über 100 Jahre. Über 100 Jahre. Leider keine Dresdner Pappe, das wäre in Deutschland sehr teuer, aber vielleicht ist das ja französisch vergleichbar. Also die sind ja unbillig, die Sachen. Tonnentango, erstmal hier unten. Die ist voll, der Leder raus. Erster Auftrag ist mein eigenes Fahrrad. Habe ja gesagt, heute geht es jetzt richtig los hier gleich mit. Naja, es muss alles repariert werden, es muss alles laufen. Was ist hier passiert? Haben die hier gemacht? Um Himmels Willen. Haben wir irgendwie an dem Ding rumgeschraubt, an dem Teil. Na, und der Kettenschutz total zerstört, ja. Das ist dann immer schade. So ein Mietrad gibst du raus. Bekommst 8 Euro dafür und kriegst es so zurück. Zerstört das Hinterrad, das hoffentlich nicht zerstört ist. Kettenschutz ab, kaputt. Kostet doch richtig Geld, sowas. Geblieben, 100% irgendwo hängen geblieben. Die Fragmente sind erstmal ab. Also ich schraube erstmal die Narbe auseinander, das Hinterrad raus, nicht die Narbe auseinander, das noch nicht gleich. Das ist halt ärgerlich, das ist halt ärgerlich, das ist halt ärgerlich. Boah, schon frei. Spiel dabei, so. Gut. Super. Was brauche ich noch? Kettenschutz brauche ich jetzt wohl. Ich guck mal einen Kettenschutz. Das ist ein bisschen zu kurz, haben wir so eine Schelle noch zusätzlich dran. So, eine Schelle. Hier. Ist halt zu kurz. Da ist die Aufnahme. Das ist schon mal gebrochen, deswegen habe ich das hier gekürzt und da ein Loch in dem Board. Aber ich habe ja hier so eine wunderschöne Schelle, die ich hier rumbauen kann. Die baue ich jetzt da an.
ist nicht mein Budget. Ich kaufe ja lieber Schrott. Arbeit ewig dran. Und verschacherst du für einen Apfel und ein Ei mehr. Genau. Aber man hat die Arbeit gelernt wieder. Ja, das ist dieser wunderschöne. Sich das Elend schönreden, Tick. Lerneffekt, Ausreden-Modus. Ja, so. Gern gemacht irgendwas und habe jetzt zum ersten Mal einen Zahn getauscht. Und jetzt machst du beruflich? Nee. Immer schön Hobby bleiben, sonst macht das Kind Spaß erst, oder? Das merkst du doch ein bisschen beim Fahrrädern. Irgendwann hat man nur noch so einen Blick, macht's Business oder nicht. Na Wolfgang, schmeißt du mir hier den Müll vor die Tür oder was? Das war die Zeitung für immer, der Berliner Woche, weißt du ja. Ja. Ich sag, ich noch kommen, soll ich jetzt noch kommen. So, erste Reparatur heute, Peugeot. Wieder mal ein Peugeot. Kein Tretlagerschaden, diesmal Hinterradlagerschaden. Das Witzige ist an der Geschichte eigentlich, dass die Leute das ignorieren, wenn ihr Lager kaputt geht hinten. Wenn da hinten irgendwas klappert und macht und tut, dann müsst ihr doch aufpassen. Dann müsst ihr das doch mitkriegen und müsst da dementsprechend agieren. Hier, das, was wir bei der Nexus hatten, hier ist Spiel drin. Bremsanker hat sich gelöst, ist abgerissen, wahrscheinlich, vermutlich. Und jetzt ist hier total viel Spiel in dem Lager. Ich baue das Hinterrad aus, gucke mir das an, hoffe, ich kann es retten. Das, wie gesagt, seid ihr jetzt wieder dabei. Die Sache mit dem Ausbauen, die werde ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Also da stecke ich euch jetzt schon mal hier ab und bleibe nicht mit dem Rad denn im ausgebauten Zustand hier. So, da ist er, der Tommy. So. Schaut mal, wie aufgebogen die Dinger hier sind. Das sind die Unterlagscheiben. Aufgebogen, auseinandergebrochen, beide Seiten. Da ist so viel Kraft drauf auf den Dingern. Die sind da richtig schön zerbröselt. Tja. Einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Nicht drum kümmern. Es interessiert uns nicht. Wir fahren weiter. Gut, ich spann die mal ein hier. Fühlt sich aber echt noch gut an, ey. Kann wirklich Glück haben. Ich mach's erstmal simpel. Ich spann die ein, schraub die wieder zusammen. Auseinandergedrehte Narbe, ich weiß es nicht. Jetzt die andere Seite festziehen. Eieiei, war sie schon fast wieder am Wegrennen, also das ist aber auch. Ich meine, wie gesagt, das ist das Problem. Oben hallo und dann gleich wieder erbrust weglaufen. Geht halt nicht. Wir probieren es mal mit dem Einbauen. Scheibe 1. Scheibe 2.
Okay, funktioniert. Next. Copy ist wieder da. Hat einen platten Vorderreifen diesmal. Überall woanders schicken sie weg. Wohl. Nee, kauft ihr ein neues Rad und dies und das und jenes. Ja, aber warum denn? Weil das neue Rad einen neuen Lack hat oder warum? Ich meine, ist doch alles dran. Läuft, fährt, rollt. Hinten ist ein Marathon Plus schon drauf. Jetzt kommt vorne runter einer drauf. Warum wegschicken? Ist doch nur ein platter Reifen. Lohnt sich nicht, kauft ihr neue Draht. Ja, sind sie mal alle schnell bei. Tretlager haben wir schon gewechselt. Hinten ist, wie gesagt, ein guter Reifen drauf. Was soll das? Immer gegen gute Teile tauschen. Ist doch alles in Ordnung. Fährt. Licht funktioniert noch nicht. Ja, okay, muss man mal ein neues Kabel ziehen halt, ne? Sollte das Kabel abgerissen. Die wollen alle immer nur ihre neuen Räder verkaufen, den neuen Scheiß, der dann auch in 2 Jahren kaputt ist. So. Platter Reifen. Der ist abgefahren auch. Also der ist nicht einfach nur platt, der ist wirklich abgefahren. Wie gesagt, wenn ihr kontinuierlich verbessert von einfachen Teilen auf gute Teile, dann habt ihr doch am Ende auch noch ein gutes Rad. Und es bringt euch ja auch jeden Tag von A nach B. Also muss man es halt auch ein bisschen pflegen. Ich vergessen. Ist ja Hollandrad. Ist ja Modell Holland. Ein Copy aus Holland. Im Grabe umdrehen würde er sich. Wenn er das wissen würde, was hier sein Name drauf steht. Da ist ja noch ein Kaffee da. Jetzt wird deine Tasse nochmal hochkommen. Ja, dann komme ich nochmal, aber jetzt mache ich erstmal, ich habe ein BBF-Rad wieder bekommen zum Aufbauen. Ich mache dann die Milch warm, kommst du gleich oder nicht? Mach dann mal die Milch warm, ich komme gleich oder eben nicht. Weiß ja nicht, was mich jetzt erwartet, außer das BBF-Rad mit hoffentlich nicht losem Tretlager. Als erstes mal das Papierkram ab. Gut, ausgepackt haben wir. Jetzt kommt Fett auf die Pedalen, dann kommen die Pedalen ran. So. Definitiv, die Kette ist zu straff. Das müssen wir ein bisschen regulieren. Der Kettenschutz ist fest.
So, denk dran, alle Schrauben mal nachziehen. Ja? Wenn ihr so ein Rad bekommt, dann ist es immer nur vormontiert. Ja, ihr seht ja, die sind locker. Lampe einstellen, nicht zu hoch. Die LED darf man natürlich nie zu hoch einstellen, weil sonst gibt es Mecker von anderen Leuten. Und der Sicherheitsaspekt einer LED-Lampe kann ganz schnell in eine zur Gefährdung führen, nämlich das, dass sie schön hell ist. Wenn es zu hoch eingestellt ist, ist man eher eine Verkehrsgefährdung als verkehrssicher unterwegs. Ne? Wenn man andere damit blendet, das geht nicht. Also immer schön beachten. Ich stelle es immer so ein, dass es hier knapp über den Reifen leuchtet. Alles andere ist bei den hellen Lampen heutzutage den Leuten schon zu viel, zu hoch, und wollen sie nicht und sind dann verärgert, und das will ich ja noch wieder nicht. Naja, Mensch, der hat ja so gut wie nichts dran auszusetzen. War eigentlich fast alle schick. Kontrolliert gleich vorne nochmal die Achsmuttern. Und das war's dann. Schön. Cool. Das war's. Wie lange habe ich gebraucht? 20 Minuten. Ja, sag mal. Beendet. Ein wunderschöner Kettenschutz hier. Ich glaube, ich hoffe zumindest, dass der seit Ewigkeiten so gebaut wird, leicht gebaut wird. Wahrscheinlich nicht. Das fühlt sich so anders an, das Blech, als das von früher. Aber Firma Horn, den gibt es halt schon sehr lange tatsächlich. Also ich kenne die schon eine ganze Weile. Made in Germany steht drauf. Ich bin fertig. Kettenschutz ist dran, zeig euch. Niete ist ausgebohrt, die hier drin war mit dem Originalhalter. Es passt ideal, passt hier ganz genau ran. Hier ganz genau und hier unten ganz genau. Und sieht auch schick aus. Ragazzi, mit so einem schicken Kettenschutz. Fast zu hübsch für das Rad. Nein, natürlich nicht. Also, das ist erledigt. Ich freue mich sehr. Next. Jetzt kannst du gleich den Ziehpasten Fotos der Bilder zeigen. Hallo, kann ich den benutzen? Ja. Weißt du wie? Ja, genau. Das ist gut. Ab, ja. Bei 3 noch hochdrehen. Dann, welches noch? Das ist jetzt noch das 3. Einmal kopierst, damit wir die Originale wegpacken können. Einmal kopieren für uns. Und einmal hätte ich es gerne eingescannt digital. Einfach einen Auftrag geben, also dann sollen sie auch eine CD brennen. Nee, ist gut. Ich kann die Bilder nicht machen. Aber wäre schön. Kannst du doch vielleicht für mich machen. Nur für mich so. Mach die nicht dahin, aber so dieses Trinkgeld nicht vergessen. Don't forget the tip. Tip for the tip. Ja, wieso? Ja, alles klingt. Oh, wo sitzt ihr einfach fest?
Ja, gut, alles klar. Danke. Mino Wolfgang, wie findest du denn das? Er sagt gerade, gibt es Shit? Was ist denn gut? Der gibt es gut. Ja, eine Mistkick auf mir. Ein Kinderrad reparieren. Wovon ist diese? Achtung. Diese Kamera da. Ja, die filmt aber, wenn ich was repariere, filme ich das, damit ich allen Leuten zeigen kann, wie man das macht. Und wie toll du hilfst. Und wir haben das schon mal auf dem Computer gesehen. Genau, sowas, dafür ist es da. Und wie fandst du das? Und wir haben, ja, war gut. Ja. Und da gab es noch mehr. Ja, ganz viel. Jeden Tag. Machst du heute auch? Heute auch. Mach das jeden Tag. Kann ich mal sehen, wie man das macht? Naja, ich mach's ja gerade. Es nimmt ja schon auf. Ach so. Ja, und dann nachher am Computer. Ich möchte auch dabei sein. Möchtest du auch dabei sein? Das muss nämlich neu, ich meine, es ist gebrochen da oben. Das ja. Ist gebrochen und da ist die andere Seite. Das war eigentlich hier zusammen. Das ist gebrochen, das muss man neu machen. Das ist Müll. Das muss neu machen. Das kommt in die gelbe Tonne. Guck mal, fleißige Mitarbeiter hier. Oh. Ja, das ist schon alles sortiert. Ja, die Kamera immer noch? Ja. Ich sehe dich. Ich sehe die Kamera dich. Mich sieht sie ja. Ist ein ganz breites Objektiv. Sie sieht ganz viel. Alles drauf hier. Muss mal gucken, was. Ich hab den Roller gerade von der Einschulung gemacht und ich hab den Oh ja, na, bring ihn noch rein. Ja. Vielleicht besser. Nicht, dass er geklaut wird. Seinem Dealer Gras kaufen. Schönes Ding, wa? Ist kaputt, total. Kaputt? Ja, ist komplett im Arsch. Hat der gefunden, ja? Nein, da ist ein Auto gegen gefahren. Unfall mit Fahrerflucht bei diesem wunderschönen, ehemals wunderschönen Stevens Monumentenstraße Verfolgungsjagd. Der Wagen gegen das Rad, alles auseinandergefetzt. Hier nichts mehr zu löten an dem Rad, an dem Rahmen, aber Tretlager soll noch raus. Ich finde, das lohnt sich nicht, aber wir machen das mal. Das ist wirklich irgendwie so, fühlt sich auch so an, als wäre es gar nicht so alt. Aber die Versicherung zahlt alles. Ich kann doch nicht die Wolfgang draußen so alleine lassen.
Plastiklagerschalen. Ich liebe Plastiklagerschalen. Die sich so verformen, dass man das Werkzeug nicht mehr reinkriegt. Also ich liebe sie natürlich nicht. Hallo, der letzte Auftrag für heute. Ich setze mich jetzt noch kurz mit Wolfgang draußen hin. Und dann horchen wir mal, was die Leute uns so zu berichten wissen, die noch vorbeikommen. Wolfgang, erzähl mal einen Schlag aus deiner Jugend. Ja, ich war gerade schön. Meine Frau hat mir Ostereier mitgebracht. Und das jetzt um die Jahreszeit. Wahnsinn. Meine Tochter ist auf alle Fälle wieder weg, die Große. Die ist wieder auf Tournee. Ey, kann nicht wahr sein. Nächste Woche ist sie schon nicht da. Diese Woche ist jetzt auch nicht da, ist bei einer Freundin, übernachtet da wieder. Kommt am Sonntagabend wieder, toll. Jetzt haben wir Freitag und am Sonntagabend ist sie wieder da. Mal wieder nichts zusammen machen. Das geht ja früh los, meine Herren, ey. Jetzt habe ich die zwei eBay-Artikel verpackt hier. Jetzt geht's nach Hause, dann die Kommentare und dann schneiden und dann ins Bett und dann in den Laden. Schön. Papa? Papa? Der Papa ist ein Kabel am Berg. Hä? Ein Mütze. Ja, meine Mütze schließt ja. So, der Patrick aus Wolfsburg hat folgenden Kommentar abgegeben. Hallo Tommy, ich schätze mal, in der Runde ist 740 bis 800 Euro. Und er hat eine neue Felge mit Nabendynamo. Unten am Stecker ordentlich, das kann ich nicht lesen. Leonhard Gummersbach hat folgenden Kommentar abgegeben. Wäre es wirklich zu viel verlangt, ein Video zu schneiden, bevor man es hochlädt? Ich bin nach 50 Minuten auch nicht schlauer als vorher. Wäre es wirklich zu viel verlangt, ein Video zu schneiden, bevor man es hochlädt? Ich bin nach 50 Minuten auch nicht schlauer als vorher. Was ist das für ein Video? Ja, das ist eins von damals, wo ich noch... Ja, stimmt, die Video hast du schon eine Weile nicht mehr angehabt. Wo ich noch kein Schnittprogramm hatte. Deswegen, lieber Leonhard Gummersbach, der nicht schlauer ist als vorher, hast du wohl an den entscheidenden Momenten geblinzelt. Was soll ich denn dazu sagen? Ist halt so. Ja, man kann ja mal gucken, was ich muss das mal im neuen Tab öffnen. Das Video ist natürlich, ja, das ist... Aber dann hilft der Schneiden auch nichts. Genau. So. So. Dann hilft der Schneiden auch nichts, richtig, Marlies? Also wenn du die ganzen 50 Minuten die angeguckt hast und da keine Infos rausziehen konntest, dann hätte das Schneiden nicht geholfen in dem Fall. Ja, es ist aber auch noch aus der Zeit, wo ich einfach alles hab nebenher laufen lassen und einfach nur die Videos betitelt habe und ich in dem Moment eine Torpedo-Dreigang-Nabe repariert habe und nicht irgendwie, um irgendwie zu zeigen, wie oder was, sondern nur, wie ich es repariere. Nicht, um euch zu zeigen, wie man es macht. Was haben wir noch? Das OneSpeed-Treiber hat folgenden Kommentar abgegeben. Servus aus dem zurzeit sonnigen Norden Berlins. Von dem Geld kannst du bestimmt ein automatisches Zentriergerät kaufen. Genau, bezieht sich natürlich auf unsere automatisch zentrieren Experte. Der Dieter von Alene. Der Stefan hat folgenden Kommentar abgegeben, ich schätze mal 1000 bis 1200 Euro. Damit wirst du wohl richtig liegen, denke ich mal. Der Anton hat geschrieben, dass du dir jeden Tag die Arbeit machst, das mit YouTube. Respekt. Ja, das denke ich mir auch immer. Das denkt sich meine Frau auch immer. Da bist du sehr konsequent. Kadi, du hast da ein bisschen was am T-Shirt hängen. So. Doch, Bünsen hat folgenden Kommentar abgegeben. Hol dir einfach eine neue Kamera von dem Geld.
Ja, werde ich wahrscheinlich sowieso bald wieder machen müssen, wenn der Wackelkontakt hier, wenn es hier Wackelkontakte gibt, aber das ist ja nicht die Kamera, das ist die Karte. Jetzt habe ich aber Angst, Karten zu kaufen, weil die letzten zwei Karten, die ich neu gekauft habe, taugen nichts. Das waren die ersten Posten. Kathleen hat geschrieben, du kannst das Geld gerne auf mein Konto überweisen. Die anderen Kommentare kennen wir. Ja, ich würde mal sagen, ich esse jetzt kurz was und dann, Herrgott im Himmel, stopf nicht so. Das ist ja Wahnsinn. Ich hätte heute noch nichts gekriegt. Nein, das ist okay. Stimmt ich hätte schon die ganze Portion Nudeln gegessen und zwei Joghurt. Da hängt Pudding. Kacke am Kinn. Das ist meine Kacke, was du das erzählen. Versuch. Ist schön, dein Lippen? Nicht, dass das verloren geht. Den ganzen Tag. Aufgeräumt. Wo stand sie in der Küche und hat ihr Ei gepellt und alles auf den Boden geschmissen. Du bist ein süßes Babymon. Schauen wir mal. Bis morgen. Ciao.